dreckiger Schwein. Anja, wohin wollen die sie bringen? Beine weich wie Wackelpudding. Finger fühlen sich taub an. Die Mutter aller Kopfschmerzen. Niemand sollte auf diese Reise sterben. Regimegesandter erschießen Leute, die sich nicht wehren können. Hier war ich schon einmal.
Das ist der Ausgang. Motorschloss. Von wo aus öffnet man das? Muss den Ausgang finden. Und Anya. Ich werde sie retten.
Soldat. Können Sie kämpfen? Wer sind Sie? Wir sind William J. Blaskowitz. Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Sie haben mein Wort. Du hast doch keine Chance. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Ich bin bekannt dafür, mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen! Sie sind ein gottverdammter Irrer, verflucht nochmal! Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert?
Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Nein! 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 Stopp! 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 Nein! Okay, ich sag's Ihnen, ist verdammt! Was wollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blaskowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr, denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem und schütze uns vor dem Sturm. Nehmen Sie meine Hand! Straße! Nicht sicher! Sie töten! Die Soldaten! Hier! Ich bleibe beim Wagen! Nein! Unterbleiben! Wir warten hier auf Sie! Töten Sie alle!